Ich als nicht BMW-Fan, aber BMW-Enthusiast, sage, dieses Auto wird in der BMW-Szene einschlagen wie eine Bombe. Oh fuck, Alter, das ist schon krass. Ey, 1 Million % richtige Entscheidung. Wir starten heute direkt mit der Thematik Innenraum. In der letzten Folge haben wir euch ja gezeigt, wie wir den 20 Jahre alten Teppich und auch das alte Armaturenbrett in einen wirklich astreinen Zustand gebracht haben. Jetzt war es an der Zeit, es muss weitergehen im Innenraum. Die große Frage, was machen wir mit Sitzen? Diese waren A, 20 Jahre alt, B, schwer, C, selten halt, naja. Und dann kommt noch dazu, jeder von euch, der CSL-Fan ist, hat bestimmt schon mal ein Bild von einem CSL-Innenraum gesehen. Und ich denke, man erinnert sich immer sofort an die Sitze. Bei dem Original CSL waren zwei Vollschalensitze aus Carbon verbaut. An diese ranzukommen ist eigentlich ein Ding der Unmachbarkeit, aber wie es kommen musste, uns hat Recaro kontaktiert. Wir sollten mal nach Kirchheim kommen. Dort arbeitet tatsächlich noch der Designer von damals, welcher als Projekt diesen Sitz hatte. Also ab nach Kirchheim, denn hier gab es tatsächlich noch einen originalen CSL-Stuhl. 1965 brachte Recaro als Kurzform für Reuter Karosserie eine Ikone auf den Markt. Mit Schaumstoffpolsterung, Seitenhalt und ergonomischer Rückenkontur revolutionierte der Sportsitz das automobile Sitzen. Das Thema war Gewichtsreduktion, das heißt, wir haben dann damals auf Basis der Pole Position, die wir heute noch im Programm haben, einen Sitz nach Kundenwunsch BMW abgeändert im Design, im Konzept und haben diesen Sitz dann aus Carbonmaterial hergestellt. Waren das die ersten Sitze, die ihr für die MGMH gemacht habt, oder? Das waren die ersten, die wir, sagen wir mal, customized, also kundenspezifisch gebaut haben. Vorher hat die MGMH immer schon wieder mal, also Aftermarket, ganz normale Nachrüstsitze gekauft für einzelne Fahrzeuge. Mhm. Basis war aber Pole Position. Basis war die Pole Position. Also die ganze Ergonomie, die Konturierung ist aus der Pole Position abgeleitet. BMW wollte es halt ein bisschen zierlicher, auch um Gewicht zu sparen, niedrigere Wangen. Die wollten das nicht ganz so hart wie im wirklichen Rennalltag. Und das ist dann ein Alcantara, ein Wildleder? Das ist ja Alcantara mit dem Stoff, der war dann vom Kunden vorgegeben. Wir haben dabei beraten, Alcantara ist halt schön, es ist nicht so rutschig wie Leder. Ne? Es hat mehr Haftungen, das kam ja bei diesem Fahrzeug, was ja ein bisschen schärfer gefahren werden konnte, auch sehr zugute. Den gab es aber genau nur so, also die Farbe, Schale hinten schwarz-matt. Den gab es nur so für diese Serie, das wurde einmal durchproduziert. Gibt es den theoretisch noch zu kaufen? Oder war das wirklich nur diese Kleinserie für BMW? Das war nur die Serie für BMW. Der wurde also danach nicht im Handel vertrieben, weil BMW hat ja auch die Entwicklung bezahlt. Und war also nur für diesen Kunden und für dieses Fahrzeug. Ich finde aber, sieht ultra, ultra geil aus, das Ding irgendwie. Gerade weil er so ein bisschen flacher ist. Ja. Ich finde auch immer, jedes Mal, wenn ich an den CSL denke, denke ich auch irgendwie an den Sitz. So, auf Fotos sieht er immer heller aus. Auf Fotos sieht er mehr so in Richtung so ein Grauton aus. Ist ja schon noch dunkel. Cool, so ein Ding mal live gesehen zu haben. Also das war schon wirklich geil, mal so einen originalen CSL-Stuhl zu sehen, ihn mal anzufassen, mal hochzuheben und sich mal reinzusetzen. Aber ich denke, es war klar, an solche Stühle rankommen, wirklich keine Chance. Deswegen war ich in diesem Moment umso froher, dass das ja noch nicht alles von unserem Besuch in Kirchheim war, sondern die Auszubildende in Werkstatt hatte da für uns noch was vorbereitet. So, da sind wir. Herzlich willkommen. Servus. Das sieht doch mal fett aus. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen was habt ihr denn gemacht? Also das ist ein Pole Position Classic Line mit dem E46 M3 Alcantara Stoff mit den M-Farben.
Das heißt, wir haben jetzt, beziehungsweise ihr habt eine klassische Pole Position genommen. Ja. Echtleder. Ja. Und habt tatsächlich den originalen M3-Stoff von damals. Dieses, ist das ein Alcantara? Ja, also oben ist Alcantara, unten drunter ist ein Stoff unterlegt in den M-Farben. Genommen und daraus die Kissen gemacht. Ja. Finde ich mega. Ist irgendwie immer noch zeitgenössisch, aber individuell. Ja, also, finde ich auch. Wenn man da reinguckt, gerade auch so, ich finde gerade der Stoff bei der Pole Position wirkt so geil, weil das jetzt wie so ein Fadenkreuzmuster in der Mitte irgendwie ist. Ne? Ja, ich glaube, das kommt in dem BMW richtig fett. Ist auf jeden Fall eine echte Alternative zu dem originalen CSL-Sitz. Macht das Auto ein bisschen moderner. Ich bin eh absoluter Fan von der Pole Position von euch. Deswegen denke ich, können wir da nichts Falsches machen. Das heißt, ihr habt Schablonen dafür und konntet einfach den Stoff nehmen, auf die Schablonen übertragen und dementsprechend einfach die Kissen neu nähen. Ja. Aber echt der Wahnsinn, dass es diesen originalen Stoff von damals noch gibt. Ne? Der fühlt sich für mich als Laien ultra massiv an. Ja, der ist sehr fest. Also da würde ich eher so, jetzt übertrieben gesagt, eher ein Paket mit einpacken, als da jetzt irgendwie ein Sitzkissen rauszunehmen. Ja, Sitzkissen geht schon, das geht schon. Ist aber extra ein Stoff, der, könnten wir hier jetzt auch andere Sachen mitbeziehen? Lenkrad oder irgendwas? Oder nee, dafür ungeeignet? Komplett ungeeignet. Okay. Und das ist dann so eine typische Schablone? Ja. Die wird dann hier aufgelegt. Dann muss man natürlich noch das Muster beachten. Mhm. Bei denen habe ich jetzt quasi den roten Streifen zentriert, weil der für mich am meisten raussticht. Und hast du auf jeden Fall auch alles richtig gemacht? Finde ich definitiv auch, dass es so am besten aussieht. Und dann muss man halt das Muster beachten. Dann wird es angelegt. Dann mit einem Gewicht fixiert. Mhm. Und dann angezeichnet. Und das zeichnet man auch auf der Seite mal? Muss ja, damit du sehen kannst, wie, wo, was etc. Genau. Bei so Stoffen mit einem Muster drauf wird auf der Oberseite das angezeichnet. Und das ist dann jetzt nur die Oberseite und dann kommen noch von beiden Seiten überall Teile ran? Genau. Also am Ende besteht so ein Kissen aus 1, 2, 3? Das besteht aus drei Teilen. Drei Teile. Zwei Seitenböden und das obere Teil. Ja. Ja, ist schon so eine Kunst. Also mit der Classic Pole Position hat mich Recaro wirklich komplett abgeholt. Diese Kombination aus einem klassischen Design, denn den Pole Position Sitz gibt es wirklich schon seit Jahren unverändert, dazu jetzt den M-Tech Stoff in der Mittellaufbahn, war für mich einfach eine Kombination, die für diesen M3 wirklich perfekt war. An dieser Stelle konnte ich es kaum abwarten, die Stühle jetzt endlich ins Auto zu stellen. Deswegen weiter geht's nach Bamberg. Salem hat sich angekündigt. Das heißt, ihr könnt euch denken, worum es als nächstes ging. Thema Fahrwerk. Fahrwerk. Was versteht man darunter? Nun, der Begriff Fahren ist geläufig, ist klar. Werk steht hier für alle Einrichtungen, alle Bauteile, alle Baugruppen, die das Fahren dieser Karosseriekiste ermöglichen. Du hast was ganz, ganz, ganz Feines hier wieder mitgebracht, ne? Ja, ich glaube, das... Vor allem jetzt bin ich ja endlich in deiner Liga angekommen. Als BMW-Fahrer. Ja, als angehender BMW-Fahrer. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen besprochen. Wurde auch Zeit. nach all den Jahren wurde es echt mal langsam Zeit, dass du was Heckgetriebenes fährst. Ja, ich freue mich auch drauf. Wir packen mal das Fahrwerk aus.
Ja. Weil hier ist bestimmt hier so ein Standardfahrwerk drin, so ein 3050. Also es war natürlich von Anfang an klar, dass wir kein 0815 oder Standardsortiment in dieses Fahrzeug verbauen können, was das Fahrwerk betrifft. Also haben wir natürlich uns überlegt, was können wir bauen, um quasi die Performance hervorzuheben, trotzdem noch mit ausreichend Restkomfort auszustatten, dass auch das Auto vor der Eisdiele performt, falls er mal irgendwie durch Hannover fahren möchte. Deswegen haben wir hier wirklich einmal ins Regal gegriffen und haben einmal radikal Clubsport Plus gebaut. So, du hast einmal an der Hinterachse genau das Rennfedersystem. Ich kann es mal eben schnell aufpacken. Und einen Hinterachsstoßdämpfer mit Aluminium Uniball Domlager oben. Ich finde ja alleine immer so eine Verstellung ist für mich schon immer das Geilste, was es gibt. Natürlich dann mit Härteverstellung. So, dazu fahren wir hinten noch ein nie Doppel. Heckantrieb gefahren, absolut keinen Plan von, aber verstellen. Ja, verstellen aber kann direkt, ich. Verstellen direkt, kann ich. Direkt einmal komplett das volle Programm mit Sperre und alles, aber das wirst du schon schaukeln. So, dann fahren wir diese schöne Federkombination an der Hinterachse. Wir fahren eine 140er Rate hinten. Wir fahren eine sehr starke Helperfeder. Um da. Die sieht wirklich ultra krass aus, ne? Ja, ist sie auch. Ja, wir wollen nämlich bewusst an der Hinterachse, weil wir ja wussten, Sperre, Räder, das volle Programm, sorgst du prozentual mit der auch für eine verbesserte Traktion, weil die sorgt dafür, du kennst die normale Papierhelperfeder, die du sehr leicht zusammendrücken kannst. Die sorgt ja nur für die Vorspannung. Im Endeffekt macht deine Zusatzfeder nichts anderes. Sie sorgt einfach für Vorspannung, wenn das Fahrzeug ausfedert. Die hier allerdings ist so überdimensioniert, angepasst fürs Auto, dass die immer dafür sorgt, dass dein Rad auf der Erde bleibt. Traktion. Ja. Mhm. Was ist das Fatalste, was dir bei einem Heckgetriebenen passieren kann? Mit Sperre, du verlierst hinten Traktion und das ungewollt. Mhm. Dann macht das Heck nämlich ganz schnell, was es will und so schnell kannst du am Lenkrad nicht reagieren und verlierst das Auto. Das heißt, normalerweise wäre die so dünn hier. In etwa, sogar noch dünner. Noch dünner fast, ne? Also genau. Kann man wirklich so mit der Hand schon zusammendrücken. Genau, und richtig. Hier ist das ja richtig ein richtiger... Ja, schon massiv, genau. Also da halt provozierend extra versuchen, das Rad die ganze Zeit auf dem Boden zu halten. Weil, wie gesagt, ein Auto mit Sperre, mit Performance, mit den Radreifendimensionen, die du fahren möchtest, ist es absolut fatal, wenn das Hinterrad oder die Hinterachse an Traktion verliert und das, wenn du es nicht gerade planst. Da muss ich dann aber schon richtig schnell für unterwegs sein. Ja, es kommt drauf an. Über eine Kuppe, quer über eine Kuppe angefahren. Nein, mache ich ständig. Beispiel Jean-Pierre Selassie, wenn er wieder auf dieses Startziel kommt. Sowas. Wo über die Kuppe rüberfährt. Ja, das Heck wird leicht, bricht aus, ein Rad verliert irgendwie Bodenhaftung, Kontakt und dann adieu. Das heißt, du musst ja dann bei so einem Auto schon vorher lenken, bevor es passiert. Hier kommt man doch ganz gut ran aus dem Kofferraum, ne? Ja, kommst du oben dran. Ja. Geil. Genau. So, vorne, was ganz Spezielles tatsächlich, E46 typisch, Max wird es bestätigen. Also klar, natürlich auch wieder mit der Härteverstellungsmöglichkeit, auch an der Vorderachse. Dann haben wir die 3D-Domlager, die sind im Nachlauf und im Sturz einstellbar. Allerdings wirst du erkennen, die Feder. Die Feder vorne ist speziell. Es ist im Endeffekt Rennfederaufnahme, also 60 innen. Allerdings ist es eine spezielle Tonnenfeder und keine Rennfeder, so wie du sie kennst. Warum? E46 hat an der Vorderachse ein Problem bezüglich Weg, Federwege. Das ist alles von der Dimension sehr knapp bemessen. Jetzt wollen wir natürlich dafür sorgen, dass das Auto ohne Ende Federweg hat. Und deswegen haben wir speziell diese Feder konstruiert, weil wenn du diese Feder, nämlich jetzt hier komplett auf der Waage zusammenfahren würdest, du musst dir ja vorstellen, so eine Rennfeder hat ein gewisses Blockmaß. Wenn du die komplett zusammenfährst, ich sag jetzt mal 2 cm. Wenn du aber eine Feder hast auf der Länge, eine Rennfeder, genau, und du drückst die jetzt hier zusammen, rechne mal, das, die Windung, alle zusammen, bist du bei 5-6 cm. Wenn du die zusammenfährst, gehen die Windungen ineinander ein und du hast ein Blockmaß von irgendwas um die 3 cm. Das heißt, hier holen wir ohne Ende Federweg sogar noch raus. Und das ist halt wiederum die Kunst, dass wir sowas bauen können, weil die ist schon sehr, sehr speziell. Eigentlich habe ich ja Anfang des Videos irgendwann mal gesagt, das wird so ein Auto, wo man mal auf dem Karfreitag mit so einer Nordschleife fahren kann. Niemals. Nein. Nein. Es hat irgendwann eine Wendung genommen, die wissen wir beide nicht mehr, wann das war. Nach einer Stunde? Ich sag's immer noch, wenn ich mir das Auto so angucke, ich würde damit wirklich hammerhart nicht fahren.
Dafür ist der Zug perfekt geworden. Und hier wieder Verstellung, Zug und Druckstufe zusammen. Richtig, genau. Das heißt, feste Kennlinie drin, die ich nur härter und weicher machen kann. Genau. Und die Kennlinie drin ist ja jetzt so... Clubsport. Straße, na, Clubsport. Nordschleife, eine Mischung. Eine Mischung. Es ist so, wir sagen ja eine Straßenvariante, also eine Straßenverstellmöglichkeit ist so 30% Rennstrecke, 70% Straße. Bei einer Clubsportausführung ist es genau umgekehrt. Da hast du eher 70 Renn, 30 Straße. Aber es ist eine schöne harmonische Kombination, dass du mit dem Auto auch zur Eisdiele fahren kannst, aber halt, wenn mal doch irgendwann gewünscht, Nordschleife oder Bilsterberg, dass er auch da richtig gut funktioniert. Und das dann natürlich in Kombination mit den beiden hübschen Stabis, wo ich ja immer noch sage, nach wie vor bei so einem M3 machen, da merkt man den Unterschied von Stabis am allerkrassesten. Echt? Ja. Soll ich dir sagen, wo ich bisher am krassesten gemerkt habe? Nee. In meinem Bus draußen. Ehrlich? Ja gut, da sowieso. Ja, das Ding liegt wie ein Brett, ja. Seitdem wir da die Stabis reingemacht haben. Wenn du Brücke, du bist auf einer Brücke und überholst einen 40-Tonner, ja. Da merkst du es. Weil dann kommt ja dieser, die Windseite, die ja da angegriffen wird und das Auto schaut ja, sich bei, auf, passiert oder, da nicht. Oder bei mir ganz viel, ich fahre ja viel mit Anhänger ja. Und dann noch mal ein schweres Auto auf dem Anhänger. Ja, das heißt, diese 2,5 Tonnen, die da ziehen, da habe ich da öfter mal drauf. Ja. Und das arbeitet natürlich hinten tierisch, ja. Aber das Ding fährt. Ja, beim Bus ist es auch extrem, aber performance-technisch, so wirklich bei Sportautos, sage ich M3 mit Stabis. Also es gäbe jetzt in dem Fall für die Hinterachse noch eine Variante, wo ich sage, da wäre noch ein paar Prozent, wo man was rausholt, auf federtragenden Dämpfer zu gehen. Aber ich sag mal, der Aufwand, der dahinter steckt, steht in keiner Relation. Ich sage dir, so wie das Setup jetzt hier liegt und dann später im Auto quasi dann eingestellt wird über Radlast und Achsvermessung, wird das Auto brutal fahren. Diese Kombination, wie sie jetzt hier liegt, aus Fahrwerk, Stabis und den Achsen, ist also eigentlich schon ein schnelles Setup. Ja. Wenn man will, kann man es da richtig knallen mit lassen. Auf jeden Fall. Wenn man will. Ich würde sagen, komm her, wir bauen es ein. Aber sofort. Und los geht's. Ey, das hier kenne ich sogar, das habe ich in meiner Playlist. Echt? Ohne Witz. Hey, na, na, na. Okay, das ist heftig. Nein, 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 nein. Die singen so indianisches Zeug, ne? Wie heißt deine Playlist? Selos Ibiza. Ibiza Tracks, glaube ich. Wollen wir gucken, welche. Ey, das ist das, guck! Die singen gleich irgendwie so ein indianisches Zeug, richtig gut. Der Track ist geil. Jetzt haben wir den ganzen Tag hier geschraubt und eins war von vornherein positiv. Das erste Mal ein Auto zusammengeschraubt, ohne dreckige Hände zu bekommen, weil alles blitzeblank sauber ist. Das hat man nicht oft. Also ich kenne es so, wenn wir Autos schrauben, sieht man danach immer aus wie ein Schwein. Hier gar nicht. Es ist alles sauber. Jede Schraube, jede Schelle, jede Leitung. Man hat das Gefühl, man baut einen Neuwagen zusammen. Und das ist brutal. Neues Projekt, keine Zeit, wie immer, aber das können wir natürlich auch so nicht wieder einbauen. Nee, um Gottes Willen. Aber du sagst, wenn man es richtig macht, müssen wir komplett zerlegen? Ja, sowieso. Ja. Und wirklich einmal alles? Ja, alles einmal neu, Original BMW.